Und da sind wir, oder ich, da bin ich wieder, mit GTA 5, unserem tollen Auto und unserem Punkt da. Wir sollen in das Auto wahrscheinlich einsteigen. Oh, wir haben unsere Farbe behalten. Unsere. Warte mal ganz kurz. Unsere weiße Farbe haben sie beibehalten. Und wir machen das Auto wieder gleich kaputt. Wir können schon wechseln. Also wir könnten jetzt wechseln, hätten wir Leute, die wir wechseln könnten. Aber das haben wir nicht. Ich finde irgendwie scheiße, dass er immer zu mir Nigger sagt. Doch, wir werden uns bestimmt irgendwann mal revanchieren. Irgendwann. So, Leute, muss man hier wenden. Ich versuche diesmal normal zu fahren. Habe ich mir jetzt vorgenommen. Ganz normal. Ach, ich kann einfach nicht bei roten Ampeln stehen bleiben. Ich muss hier durch. So. Das war's. Nicht. Nein, nicht gegen das Schild. Mann, Verkehrsregeln beachten. Darauf pfeife ich irgendwie ein bisschen. Gut, ja. Dahin, ne? Das erinnert mich sehr stark jetzt an GTA San Andreas. Diese Gegend. So, speichere Fahrzeuge, indem du ihn. Genau. So, da rein. Oh ja, das ist richtig GTA San Andreas. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Oh, nigga, ey. Ah, Friseuse, man. Verfügbar, boy. Y'all telling me? Oh, living on top of each other and it ain't right. Er hat eine Frau. Wie toll ist das denn? Okay, baby. I see what you're doing. Was guckt sie sich denn da an? I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn freeloader. Also ich glaube, das ist eher hier alles Film als Spiel. Ist unglaublich. Wenn du in deinem Bett schläfst, wird der Spielstand gespeichert. Ich kann auch neue Kleidung anziehen, also wie gesagt, eine Mischung aus San Andreas und so, ne? Deine Kleidung kannst du hier in den Kleiderschrank wechseln. Hast auch einen schönen Spiegel. Ah, das Poster hier. Ja, wie? Achtung! Auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand. Automatisch speichern Franklin Lama 16% gespeichert. Dings, dann muss da ja. Ist mir jetzt alles gut. Konzept Fahrer. Bestanden. Wir können jetzt auch unser Handy rausholen und hier irgendwas machen. Wollen wir aber nicht. So. Da haben wir auch eben oben unsere Fähigkeiten gesehen. Wenn ihr darauf geachtet habt. Vom Menüpunkt Spiel kannst du aus den Missionen nochmal spielen. So. Drücke links da, um das Spiel zu speichern. Ja, ist doch gut so. Hinlegen und pennen. Speichern. Ja. Gut. Haben wir jetzt auch mal gepennt. Ja. Mal wieder ein neuer Tag. Ich dachte, unsere Frau hätte uns rausgeschmissen, also will uns nicht mehr da haben, aber lässt uns trotzdem hier pennen. Die guckt ja immer noch Fernsehen, sag mal. Hey, tu, hi, hi. Kann man die irgendwie ansprechen? Hi, hi. Guck mir mal ein bisschen bei unserem Handy rum. Hier, SMS. Nachrichten, keine. E-Mail. Warum machst du bloß so viel Spaß? Hab ich auch mit Fernsehen gucken? Ich will auch mit Fernsehen gucken.
Lass uns dann kommen. Tja, wenn nicht, warum? Ich hab den Fernseher jetzt ausgeschaltet. Gemein, aber jetzt ist die Frau auch weg. Nur weil ich mich da hingesetzt habe. Ich dachte, es wäre meine Frau oder meine Freundin oder sonst was. Können wir uns denn eine andere Kleidung anziehen? Ich finde die umziehen. So, Anzüge. Freizeitjacke. Freizeitjacke. T-Shirts? Jacke? T-Shirts. Ist ja warm draußen. Keine Gegenstände, okay. Anzüge? Jacke? Haben wir denn eine Brille? Sportbrille? Straßensonnenbrille? Nee, es sieht doch beschissen aus. Wir bleiben so, wie wir sind. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum hier. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Okay, lassen wir die Tür eben auf. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Okay. Dann gehen wir mal zu S. Hä? Warum bei Franklin soll doch eigentlich dann ein F oder so sein? So. Welche Richtung? So, können wir denn hier irgendwie einen Wegpunkt setzen? So, wie ihr hier auch sehen könnt, die Karte, die muss man erst erforschen. So, S für Franklin oder so. Ja, da können wir einen Wegpunkt setzen. Dann fahren wir mal dahin. Ganz normal, wie man das auch so tut. Wir eben hinfahren und das tun. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Gut, dann wir weiterfahren. Und weiterfahren und weiterfahren und weiterfahren. Tut mir leid, dass es jetzt mal ein bisschen geklärt hat. Eben altes Haus, ein bisschen alte Stufen oder was auch immer. Okay, gibt es keine Ampeln. Wer hat jetzt Schuld? Ich nicht, ich hab kein Avele. Ich hab Rot. Ist egal. So, Franklin. Franklin. Unsere erste richtige Mission, das andere war ja im Moment nur Vorspann oder so. Hey, warum blute ich? Aua. Wäre es wirklich toll gewesen, hätten wir andere Kleidung angezogen, aber wir haben ja leider nichts gefunden. My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Ja. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored. Wie ich letztens schon gesagt habe, die beiden scheinen gute Freunde zu sein. Employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Oh, das ist ja toll. Yeah, me, Lamar, your nephew Sasha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. Nicht nur Freunde, er ist ein Boss. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, einen schwarzen Sohn. Ach, wie süß. Ich mag den Kerl. Aber der hat irgendwie nur Schwarze da. Franklin here has been awarded Employee of the Month. Angestellter des Monats. Oder, der war komisch. Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Ja, das findet er wohl nicht so toll, dass er jetzt angestellt ist. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, you're gonna see my name at the top of that motherfucking next to it and need to say, maybe next month, huh? Fuck next month. Ja, nächsten Monat. Ist nicht dieser Monat. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Fuck you and come on.
He's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Fahren wir nach Dings da, begib dich nach. Das ist gut, Speech. Ach, scheiß englische, amerikanische Name, ey. Steck ein. I never told you to be old hairstylist type, bitch. But now it's all starting to make sense. Haben doch andere, okay, dieses Musikseite. Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? So, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers or some repo this shit. We ain't Girl Scout. In your case, I ain't so sure about that. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That's Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? So irgendwie komisch, den da irgendwie als alles zu lesen und trotzdem auf die Straße zu achten. Also, wenn ich jetzt nicht alles mitkriege, was sie sagen, seid mir bitte nicht böse. Ich kann nicht gleichzeitig lesen und Auto fahren, das geht einfach nicht. You were slanking for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Eterian either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. So, da, aussteigen. Wir haben immer noch diese ganzen Blutflecken. Should be the story of your life, asshole. Okay, jetzt mal zu Fuß folgen. Yeah. Oh. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me! Corporate sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, drunk ass nigga. Okay. Enttäuschen und er fällt um. Gut, Keep it moving, bitch. Er hat etwas vom roten Motorrad. Es soll hier irgendwo ein Motorrad sein, oder wie? Wo soll denn hier ein Motorrad sein? Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past night to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Durchsuche die Garage. Ja, welche? Achso, alle Garagen, okay. Wie kommt man denn da rein? Einfach so, okay. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucker. Mansillion. No shit, man. Hola, amigos. Hola, S.A. So you trying to creep up in here, man? Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Alter. Come on down, everybody. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Okay, Waffe nehmen. Und, schalte Vegas aus. Alter, ich hab, wie soll ich meine Waffe wechseln? R1. Okay, ja, wie jetzt? Ja, ich komm da nicht hin. Achso, jetzt. Das ist doch auch schon mal nett, dass wir jetzt eine Waffe haben. Kopfschuss. Oh fuck, genau daneben. Los, Kopfschuss. Jetzt weiß ich, wie man sich im echten Leben fühlt, wenn man eine Waffe versucht. Ah, scheiße. Ja, ist dann wohl doch nicht so einfach. Ist dann doch ein bisschen verschwierigt worden. Aber wenigstens haben wir jetzt wenigstens die Waffe in Hand. So, das ging doch jetzt schon schneller. Fick dich. Nochmal. Wir kratzen ab. Verdammt, nochmal.
verstecken uns hinter Mülltonnen. So. Krepiert, Brüder. Hier kommt. Mann, ihr sollt sterben. Kommt schon. Gut so. Ich will nicht krepieren. Ich habe sowieso ganz viele Blutflecken. So. Aua. Ich hoffe, mein Leben. Wir brauchen etwas. Mann, der hat voll die geile Waffe. Ich habe hier nur die Handfeuerwaffe. Ich will irgendwie in Deckung. Ach, jetzt bin ich in Deckung. Scheint irgendwie in Deckung zu sein. Die scheinen auch nicht mal so dumm zu sein, die NPCs. Das sind ja keine richtigen NPCs, aber trotzdem. Sind da eher auch noch ein bisschen bessere gesteuerte. Mann, wo sind die? Alter. Wovon schießt der? Wo ist der? Ah, Scheiße! Mann, ich bin zu schlecht. Franklin ist tot. Mann, ey. Ah. Auch. Du. Jetzt bin ich sauer. Ich will nicht. Ich kann alle mal selber sterben gehen. Ihr könnt mich mal, wenn ich sterben sehen soll. So, jetzt reicht es. Wo ist der Typ? Da? Stirb. So, das war's jetzt. Will noch einer was? Du auch? Oder kriegst du was? Boah, ey, ist unglaublich hier. Oh, oh, war dann doch ein bisschen zu übermütig, aber am Anfang war es schon gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will das jetzt nochmal machen, nicht überspringen, sondern das müssen wir jetzt einfach mal schaffen. Das will ich jetzt einfach mal schaffen. War eigentlich schon ein guter Anfang eben gerade. So, X für tot. Toter Mann bist du gleich. Oder ich bin auch gleich ein toter Mann. Gut, genau das wollte ich. Alter. Okay, Steine fallen doch hier runter. Nein. Ich verstecke mich da in der Mülltonne. So. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen helfen. Und jetzt ins Auto oder wie? Nein, ich kann nicht in Deckung gehen. Und wenn er in Deckung geht, dann geht er nur ganz langsam in Deckung. Alter, wann geht er tot? Der Typ ist ja... Alter Falter. Das ist ja unglaublich. Was macht er denn da oben? Habe ich die ganze Zeit gegen die Latte geschossen oder wie? Macht er da die ganze Zeit die Deckung und ich soll das jetzt erledigen? Du bist schießmütig. Okay, los. Das war's jetzt.
Atmen ist nur noch, ja, gerade so, Alter. Ja, da. Sollen wir jetzt in der Auto einsteigen? Halt? Nee, wohl nicht. Dann weiter. So langsam können wir mit einer Schusswaffe umgehen. Schnapp dir das Motorrad. Okay. Was scheint der jetzt wegzufahren? Los jetzt, ganz schnell. Bevor uns das Ding entwischt. Du meinst vorher rauszuzoomen oder mich heranzuzoomen? Geh falsch. Wir sind doch ein bisschen schneller als das Motorrad. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und los geht's. Weiter. Bäm. Und los jetzt hier, da ist das Motorrad. Darf ich ihn überfahren? Oder soll ich ihn einfach nur... Wo ist er jetzt? Ach, da. Dann eben so. Ist jetzt da reingebogen. Der denkt wohl, er kann uns abhängen, aber das ist wahrscheinlich auch so. Kommt schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn töten soll oder einfach nur ihn verfolgen soll. Ich weiß nicht, ich fahre ihn jetzt einfach da oben. Und das war, was ich das jetzt gerade mit anderen Sachen gemacht habe. Tschüss. Das war aber nicht das Motorrad, was wir suchen. Hier sind so viele Motorräder im Moment. Da ist nämlich das Motorrad. Ja, tot ist er. So, schnapp dir das Motorrad. Meins. Nein, nicht das. Nein, das tut mir leid, Sir, falls es du. Das ist aber nicht so ein tolles Motorrad. So, das haben wir wohl damit geschafft. Dann fahren wir mal zur Autowaschanlage oder so. Ach, mit denen ist es irgendwie auch ein bisschen cooler zu fahren, würde ich jetzt sagen. Auch toller, man kommt da, man fährt nicht so einfach gegen jeden Gegenstand, weil man so groß ist, sondern man ist einfach ein bisschen klein und flutscht da sozusagen ein bisschen durch. Das ist eben das Coole daran. Ein bisschen mit Motorrad durch die Stadt kurven, ist auch schön. Und damit verdienen wir unser Geld. Also mit verdienen wir damit unser Geld. Und wir können auch gute Kurven fahren, ohne dass wir umfallen. Hier müssen wir nur ein bisschen anhalten, sonst knallen wir hier gegen. Ist ja klar. Scharfe Kurve. Wow, also. Diese Welt ist wirklich riesig. Ja. Gut, dass wir jetzt nicht runtergefallen wären. Also, ihr seht schon, echt geile Grafik und alles andere auch gut. Also, das Spiel ist bis jetzt im Moment, ja, wir haben ja noch nicht viel gesehen, wir haben im Moment nicht viel gemacht, sondern nur ein paar Missionen, also noch nicht mal ein paar, sondern erst zwei. Ja, noch nie, also, erst, das ist unsere erste richtige Mission eigentlich jetzt hier. Wenn das überhaupt eine Mission ist. So. Ich hab den gar nicht vorbeifahren sehen, wie er ist. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Okay. You fucking tell him, you fucking moron! Bestanden, yeah, gut. Kontrollpunkt. Kopfschüsse 2 von 6. Neue Waage. Egal. Missionszeit, Kontrollpunkt, irgendwas. Abgeschlossene Bronze.
Also wir haben Bronze gekriegt um 50%. Das erinnert an den letzten GTA-Teil davor mit diesen ganzen Perfektionen an den Sachen da. Aber hier wird nicht so hart kritisiert wie bei den anderen. Sondern hier ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Und wir haben irgendwie immer weiße Autos. Nur weil wir jetzt mal das Weiße genommen haben oder wie, warum? Passt da echt gut rein, sie lassen. Weg du. So. Und wieder wird's hell. Geht ja ganz einfach. Einfach nur. Und dann wird's hell. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Like that. Wait. That wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Mann, der ist ja wirklich. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So. Okay. Where are we at? Financing? Dann, ja. Sollen wir uns nach Hause begeben mit diesem schönen Auto. Diesmal nicht kaputt. Gut, dann begeben wir uns mal ganz kurz nach Hause. Und dann würde ich mal sagen, ist die Folge auch wieder vorbei. Danke, dass ihr wieder dabei wart und spannend zugeguckt habt, glaube ich jedenfalls. Ich kann ja nicht durch die Bildschirme gucken, oder etwa doch. Naja, auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich hoffe, genauso wie ihr. Und euch darauf freut. Ja, dann würde ich mal sagen, gleich, wenn wir hier mit unserer Rumkorwin zum Nachhause fertig sind. Oh, ein Anruf, okay. Oh Mann, ey, am Steuer darf man nicht telefonieren. Kein Wunder, das blockiert da total die Sicht. Das ist unglaublich. Oh. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy and then we talk. Mann, ey, muss doch unbedingt jetzt hier telefonieren. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Ja, that is never easy with you, Timmy. Do not talk to me about easy. Das Auto sieht wenigstens einigermaßen gut aus. Hat jetzt auch gelebt? Das Auto scheint unzerstörbar zu sein. Denn von oben sieht es noch hammergeil aus. Oh, haben wir jetzt plötzlich ein anderes Haus oder wie? Okay. Scheint das jetzt unser echte. Finde einen Wagen im Haus. So, okay, neue Mission jetzt hier. Fahren nach Hause, dachte ich jetzt. Naja. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann hier wieder mit unserem schönen Wagen. Jedenfalls war er mal schön. Und dann sag ich mal, tschüss!